So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Schon wieder ein neues Sticker-Album von Panini. Pixarfest Starter-Set Sticker-Album für 4,99 Euro, also 5 Euro. Da gibt es das Sticker-Album zu. 14 Sticker. Und schaut mal, Spielkarte. Also, Preis-Leistung. Kommt so eben hin, sind die alten Preise, richtig cool. Für mich persönlich ist es nichts, aber vielleicht für dich oder für dich oder für dich. Oder vielleicht habt ihr es schon, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und das sind die Multipacks. Der Pixarfest. Kosten allerdings 5,50 Euro mehr wie der Starter-Set. Sind natürlich auch 6 Karten pro Stickerbütchen, dann gibt es die harten, eine limitierte, ist hier vorne drauf und 24 Sticker. Das Ganze gibt es für 5,50 Euro. Und wenn ihr Lust zu habt, lasst einen Daumen hoch bei dieses Video, dann öffne ich das auch vor die Kamera. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch natürlich jetzt erstmal das Starter-Set. Und wie gesagt, meine Welt ist es nicht, aber vielleicht ein von euch. Deswegen habe ich es mir besorgt. Vielleicht kommt das ja auch gut bei euch an. Ich weiß es ja selber nicht. Vielleicht seid ihr so viele Fans davon. Ich bin natürlich auch Fans von Disney, ist ganz klar. Aber da gucken wir jetzt mal rein. Tütchen leer. Zwei Sticker-Booster. Und das klassische Sticker-Album. Starter-Set, eigentlich kostet es, ihr seht selber, 3 Euro, also für 5 mit 2 Sticker-Tütchen. Sage ich jetzt nichts, aber jetzt blättern wir erstmal rum. 2 Sticker hier vorne, dann haben wir die Pappschachtel. Dann, ihr seht selber, ist wieder schön bunt und kitschig. Das bedeutet, im Hintergrund ist immer was zu sehen, was zu umblättern. Ihr seht es, im Moment bin ich den hier anfahren, das neue Disney-Spiel. Der eine oder andere weiß es ja, obwohl er ja Gold ist. Das bedeutet, wenn er richtig ausgelevelt ist, bis Runde 50, ist er einer mit der besten Fahrer. Aber Porzellinchen. Monster AG. Ja? Was haben wir hier? Ach, das Spielbrett. Auch witzig, lasse ich jetzt erstmal drinne. Oh, klassische Bösewichter, nicht alle. Oben, ah, ist alles was, ah, Memo. Einige gute Kapitel drinne von Disney, natürlich nicht alle, ist ganz klar, aber trotzdem. Und Hinterrück vom Pappschachtel und die anderen Sticker. Und es müssen 179 Sticker eingeklebt werden. Das heißt, sammeln, tauschen, kaufen. 179 Sticker. Das müsst ihr dazu rechnen zu der Sticker-Album. Aber zu der Starter-Pack gehörten 2 Sticker-Booster. Die gucken wir uns natürlich jetzt mal an. Ups. Oh, die hat was. Die Booster-Karte, die hat echt was. Diesen Retro-Stahl. Ich zoome mal mehr ran. So. Die hat wirklich was. Dann die Sticker. Oh, das waren 2. Und wie gesagt, ihr schreibt auf jeden Fall alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und sammelt ihr die selber oder schaut euch einfach nur das Video an. Ich sag's, betone es immer wieder, weil es in Geld geht. Glitzersticker. So, das waren die Pixarfest Sticker. Das ist das passende Sticker-Album dazu. Ich werde es natürlich versuchen, unter das Video zu verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall günstiger. Ihr wisst, neu, nicht überall verfügbar, meistens 1 Euro teurer. Und wenn ihr Lust zu habt, dass ich noch mehr davon aufmache, besonders Multipacks, schreibt es in die Kommentare. Ich will oder lasst einen Daumen hoch da.
Daumen hoch könnt ihr immer da lassen. Dann mache ich das natürlich schneller. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.